Frischer Puderzucker, Schnee, Winterzauber. Wir sind hier in den italienischen Alpen. Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem im Schnee testeten Autotester Schneehäschen des Vertrauens. Wir sind bei den Jeep Wintertestfahrten hier im Schnee. Könnte schöner sein. Und dann ist mein Job immer, mir ein Auto auszusuchen. Und am Flughafen stand eins, was ich mir schon ewig gewünscht habe, nämlich der Jeep Renegade, aber nicht nur irgendein Jeep Renegade, sondern mit der größten Motorisierung, mit der für Jeep höchsten Schneehäschen-Ausstattung. Nämlich hier steht er als Trailhawk, die absolute Offroad- und Schneevariante, und wird sich ein Auto, was hier mit einem 2 Liter Dieselmotor, 4 Zylinder, 170 PS steht, besser eignen, um hier im Schnee zu fahren, zumindest in dem Segment. Genau das werden wir heute testen. Ja, und was werden wir genau machen? Wir werden uns dieses Auto in seiner gelben Schneekönigin-Optik hier außen anschauen, überlegen, was es besonders macht. Er steht hier ja im Facelift 2019 und dem Modelljahr 2020. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Wir werden reinspringen, schauen, was da exklusiv ist. Und natürlich werden wir bei dem Wetter im Schnee fahren, ein bisschen das Heck wirbeln lassen. Wir werden dieses Auto preislich in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Ja, eben alles machen, was aus meiner Sicht und auch hoffentlich auch aus der von euch, wo ihr ganz bequem zu Hause sitzen könnt, zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gern dran. Noch übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de nicht nur im Schnee, sondern auch auf Instagram, Facebook. Wir sind ein Team, da findet ihr die aktuellen News auf dem Automobilmarkt. Auf www.derautotester natürlich die ganzen Fahrberichte, und auf YouTube habt ihr uns gefunden. Abonniert das, macht die Glocke an, wird mich persönlich freuen. Dann geht's jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen, und dem Jeep Renegade 4x4 Trailhawk mit seinem 2 Liter Dieselmotor mit 170 PS. Viel Spaß dabei. Ich stehe im Profil von unserem Jeep Renegade Trailhawk, und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, wo kommt der Italo-Amerikaner her, wo will Jeep hin und wie kann man dieses Package in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. Erstmal, Jeep hat was geschafft, was neben Tempo nur ganz wenige Marken schaffen, nämlich die Marke ist zum Eigenbegriff geworden. Man kann gar nicht mehr so richtig unterscheiden, ist es jetzt ein Tempo-Taschentuch oder ein Taschentuch von Tempo, und genauso ist es mit den Jeeps, denn hier steht ein Jeep, aber auch alle Geländewagen werden inzwischen mit Jeep umschrieben, und das ist schon eine ganz große Nummer. Los ging die Reise hier 1941 mit dem Jeep Willis, der fürs Militär gefertigt wurde. 1987 kamen dann die zivilen Wrangler dann zu privaten Kunden. Ja, und seither erobert Jeep quasi die ganze Welt mit ihrer Offroad-Eigenschaft, was wirklich cool ist. Ja, und wenn man dann mal so schaut, dann hat man sich natürlich weiterentwickelt. 2014 kam dann der Renegade. Und ich fahre sehr gern den Wrangler, und da kommt man so eigentlich so ein bisschen steifen Arm vom Grüßen, weil die Wrangler-Fahrer, die halten zusammen. Im Renegade ist es nicht so. Da scheint das Engagement mit dem Modell nicht so hoch zu sein. Und das ist verwunderlich, denn schaut man sich die Verkaufszahlen an, dann war es teilweise so, dass fast 50% der Verkaufszahlen bei Jeep auf den Renegade gefallen sind. So haben wir hier jetzt einen Facelift bekommen, 2019, zwei neue Benzinmotoren hier drin, ein bisschen anderer Innenraum. Ja, und dass natürlich dieses Modell so erfolgreich ist, liegt nicht nur dran, dass es jetzt ein Jeep ist, sondern dieses ganze Segment der subkompakten SUVs, das boomt einfach. Warum? Ja, jeder Hersteller hat was in dem Markt, die Leute mögen es, sitzen ein bisschen höher und haben die Vorteile von einem kleinen Auto. Hier haben wir sogar noch die Vorteile von einem Allradler. Und schaut man sich mal um, gibt es den Dacia Duster, es gibt den VW T-Roc, den VW T-Cross, den Mazda CX-30, um nur einige zu nennen. Ihr seht schon, jeder Hersteller hat was in diesem Segment. Aber was wir jetzt mal machen wollen, ist uns bei diesem Modell, was hier ja in der für Jeep höchsten Ausstattungslinie, in der Offroad-Ausstattung mit 4x4 Allradantrieb dasteht, ja, wollen wir uns mal die Optik anschauen. Übrigens, es gibt Sport, Longitude, Limited und eben hier Trailhawk. Also schauen wir uns jetzt mal an. Grüßt euch, Freunde. Wir werden jetzt die Optik von unserem 2019 facegelifteten Jeep Renegade besprechen. Und erstmal, er steht ja hier in der
Offroad-Ausstattungsvariante. Was hat man also gemacht? So eine Beklebung hier vorne drauf. Das kommt, soweit ich weiß, ursprünglich aus dem Rallye-Sport und soll ja dagegen wirken, dass der Fahrer von Reflexion auf der Motorhaube geblendet wird. Und dann steht dieses Auto hier einfach in Gelb. Da habe ich so gedacht, na, was kosten diese gelbe Lackierung? Guck im Konfigurator in Deutschland. Gibt es die gar nicht. Wo die hin ist, warum die jetzt hier ist, don't know. Ja, aber wir haben ja das Facelift und was macht man auf dem Automobilmarkt eigentlich immer bei Facelifts? Ich werde langsam müde, das immer wieder zu erwähnen. Man beschäftigt sich mit dem Kühlergrill, man beschäftigt sich mit dem Frontstoßfänger, weil das sind Änderungen, die man relativ leicht anpacken kann, die aber optisch einen großen Effekt haben. Was hat Jeep gemacht? Wir haben weiter zum Glück einen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slot Kühlergrill, das ist typisch Jeep, runde Scheinwerfer und das Tagfahrlicht ist jetzt in so einem runden Kreis hier in die LED-Scheinwerfer integriert. Serienmäßig ist Halogen, optional ist glaube ich 890 Euro teures LED-Licht vorne wie hinten. Ja, und der Kühlergrill hier vorne 7 Slot mit den runden Elementen lacht einen an. Das ist eine sehr sympathische Optik. Und jetzt ist der Stoßfänger hier vorne anders. Und was hat man gemacht? Ja, so ein bisschen anderen Unterfahrschutz hier. Übrigens beim Trailhawk haben wir vorne einen Unterfahrschutz, der besser ist als bei den anderen Modellen. Und die Positionierung dieser Zusatzleuchte hier unten ist ein bisschen anders. Ja, und von vorne ist das halt ein wirklich sehr, sehr sympathischer Look. Aber ihr habt ja die Seite noch nicht gesehen, ne? Schaut euch die Felgen an. Jeep steht drauf hier, 17 Zöller. Eine sehr gute, passende Größe fürs Gelände. Und was hat dann ein SUV, ein Offroader? Plastikbeplankung um die Rathäuser im Schweller hier, das gehört dazu. Hier steht's drauf in Rot, Renegade, sieht man schon. Dieses Auto ist ursprünglich mal in den USA entwickelt. Trailrated 4x4, also man weiß, was man kauft, nämlich ein Allradler. Schwarze Spiegelklappen ist ein modernes Element, eine Dachreling und dann haben wir hier oben ein schwarzes Kontrastdach. Was optionales, was dieses Auto eben noch mal mehr in die Moderne bringt. Nicht so modern ist hier dieser kleine, ja, schwarze Knopf hier auf dem Türöffner. Da ist es eben so, da merkt man, dass dieses Auto nur ein Facelift ist vom 2014 auf den Markt gekommenen Modell. Aber trotzdem sieht der mit den Änderungen sehr modern aus. Und ja, gerade im Side-Profil hier, finde ich, hat der was sehr Einzigartiges. Aber jetzt beschäftigen wir uns mit dem Heck. Da kann ich noch mehr erzählen. Hier in Rot sieht man direkt, wo die Offroad-Reise hingeht. Wenn jetzt jemand mit seinem Fiat Uno zum Beispiel stecken bleibt, dann komme ich mit meinem Renegade, ziehe den einfach raus, bin ein lässiger Typ. Ja, und dann hinten eben abgedunkelte Scheiben, gehört genauso zum guten Ton inzwischen. Und dann waren, eieiei, diese Lichter, als dieses Auto auf den Markt kam, hatten innen so ein weißes Element und sollten an die Benzinkanister beim Wrangler oder beim Willys erinnern. Dieser optische Gag ging nie so richtig auf. Hat man so ein bisschen zurückgerudert bei den Italienern, das ein bisschen abgeschwächt. Der Blinker ist weiß immer noch drin und die Leuchte ist aber immer noch sehr charakteristisch, typisch Jeep. Die sieht beim Wrangler auch nicht so viel anders aus. Hier hinten Trailhawk steht drauf, 4x4 Jeep hier, schön großer Stoßfänger hinten, Unterfahrschutz nochmal hier unten und beim Facelift hier jetzt integriert der Öffner für hinten und ein relativ großer Kofferraum bei unserem Fiat 500X Bruder- oder Schwestermodell, wie auch immer man das nennen mag. Die Größe findet ihr in der Beschreibung. Was wir jetzt allerdings mal machen wollen ist, obwohl so schönes Wetter ist, nicht Skifahren, sondern reinspringen. Und ich werde euch ja so ein bisschen den Innenraum probieren zu erklären. Sprechen wir über den Innenraum. Ja, und da hat sich im Facelift so ein bisschen was getan. Wir haben hier ein Oh-Shit-Handle vorne. Wir haben weiter hier so, ja, bunte Elemente drin. Das kennt man so auch von vorne. Rockig modern. Gleichzeitig haben wir aber auch viel Plastik, aber das ist gar nicht so schlimm. Denn das Plastik hier drin ist ganz gut verarbeitet. Lenkrad liegt eben gut in der Hand. Sitze sind bequem, geben soliden Seitenhalt. Der könnte besser sein. Steht Trailhawk in Rot drauf. Das kennt man so ein bisschen, diese Anmutung auch vom Wrangler. Das ist schon ganz cool. Und was cool ist hier drin, ja, da können wir zwei Elemente im Dach rausnehmen. Mit einem Schlüssel muss man das aufmachen. Habe ich noch nicht gemacht, ist leider
ja nicht so viel Zeit hier. Aber das ist natürlich dann schon cool, ähnlich auch wie beim Wrangler. Und dann haben wir hier die zwei Lüftungsdüsen drauf und dieses Auto, ja, sieht innen schon sehr modern aus, gleichzeitig aufgeräumt, solide und robust. Und das passt perfekt eigentlich zum Renegade, zu Jeep und vor allem zur Trailhawk-Variante. Und dann spricht man über die Technik. Hauptsächlich neu ist hier dieses neue Uconnect-System hier drin. Und dabei besonders toll die Konnektivität um die Smartphone-Anbindung mit Apple CarPlay, Android Auto. Aber bevor ich euch jetzt die Technik hier in Kürze erkläre, will ich euch eigentlich das Wichtigste bei der Trailhawk-Variante erklären. Nämlich hier haben wir ja Auto, Snow, Sand, Mud und Rock. Die Fahrmodi ändert sich dann vorne im Bild. Sand, Mud, Rock haben wir hier. Auto ist am einfachsten, man macht das Auto automatisch, man muss sich um nicht viel kümmern. Dann haben wir aber noch mehr, dafür muss ich das Auto hier anmachen. Wir können den Allradantrieb sperren, 4WD Lock, und wir können ja die 4WD Low, also die kurze Untersetzung hier reinmachen fürs Gelände, und wir haben eine Bergabfahrhilfe. Dafür muss man dann aber mindestens im N-Gang sein, was ja ganz spannend ist. Und wenn man jetzt so hier drin ist, dann kann man echt sagen, man fühlt sich wohl, weil ich habe es erwähnt, man sitzt ein Stück höher, man hat eine gute Übersicht, fühlt sich sehr sicher, und dann geht es halt um die Technik jetzt. Da vorne ist ein kleines digitales Display drin, links die Drehzahl analog, rechts der Tacho auch analog, und das verändert man hier, hat man okay, und die Pfeile hoch, runter, kann man dann die Driver Assist Systeme dann ausstellen und sehen. Dann haben wir hier eben einen Bordcomputer drin. Wir können das Radio hier anzeigen lassen, die Nachrichten vom Handy anzeigen lassen, eine KMH-Anzeige und den Reifendruck hier im Gelände besonders wichtig. Das ist ein praktisches System da vorne. Hier haben wir alles für den Tempomaten. Sprachsteuerung, Handy annehmen und auflegen ist hier. Ja, und dann sprechen wir über das 8,4 Zoll große Uconnect-System. Das ist, ja, ich finde es schon sehr gut, denn es ist intuitiv, es ist nicht überladen und man kann es vor allem gut während der Fahrt bedienen. Radio haben wir hier, und dann haben wir hier noch einen Drehregler für lauter leiser, ist ja auch nicht mehr normal, ne? Immer automatisch. Media haben wir hier, können wir dann halt auch übers Handy hier dran, Kabel rein, hier vorne in die USB-Buchse unsere Musik hier hören. Klima haben wir hier, ist auch eine ganz schöne Grafik, und dann haben wir hier Apps. Driver, Heat, Passenger, Seat Heat, also Sitzheizung, Projektionsmanager ist dann ja die Nutzeroberfläche vom Handy hier drauf. Wir haben beheiztes Lenkrad hier drin, Radio, Media, Climate nochmal, hier nochmal die Sitzheizung eigen, Navi haben wir hier, so sieht es dann aus, so sieht die Karte aus, da seht ihr dann auch, wo wir gerade sind. Settings, Audio Settings, ja, das ist es, sehr einfaches System, und unten haben wir eben die Shortwahllist. Und das ist perfekt für ein Auto aus meiner Sicht. Mehr braucht man nicht, wenn ihr mich fragt. Ihr habt vielleicht eine andere Meinung. Hier ist alles für die Klima dann. Klima hier an, lauter leiser, Tune ist hier. Spurhaltewarner ist hier an. Ja, Parkpiepser sind dann hier. Eine Rückfahrkamera haben wir hier drin auch. Cupholder oder eben meine Sonnenbrille. In der Tür ist ein bisschen Platz. Hier unten haben wir ein Handschuhfach. Zu viele Ablageflächen hier vorne sind nicht, aber das ist ja innen. Ich fasse zusammen, modernes, solides, gut verarbeitetes und wirklich durchdachtes Cockpit-Konzept. Bin ich Fan von, gehen wir raus, sprechen wir über die Antriebe von unserem gelben Allrad-Skilift. Und da gibt es eben ja, inzwischen eine ganze Menge bei Jeep. Und los geht die Reise mit dem sogenannten Einstiegsmotor. Das ist dann immer der preiswerteste Motor, ist ein Dreizylinder. Ein Liter Motor, ein Benziner mit 120 PS. Ich weiß nicht, ob ein Dreizylinder für so ein Auto so sinnvoll ist, aber es gibt auch 1,3 Liter Aggregate dann mit 150 oder 180 Benzin PS. Die finde ich schon viel, viel besser. Die sind dann auch neu gekommen, soweit ich weiß, im Facelift 2019. Jetzt sind wir hier allerdings ja im Schnee. Und was hilft im Schnee und im Gelände? Viel Drehmoment. Und was ist da gut? Ein Diesel. Es gibt einen Einstiegsdiesel, 1,6 Liter, 4 Zylinder mit 120 PS. Es gibt dann aber auch einen 2 Liter Dieselmotor, den gibt es in zwei Ausbaustufen mit 140 und 170 PS. Und was passt am besten zur höchsten Ausstattungslinie? Genau, der größte Motor, also den 170 PS Motor, wie er hier ist. Und wisst ihr was? Als
Ja, vorläufiges Weihnachtsgeschenk werde ich euch den jetzt einfach mal zeigen. Bin ja ein bescheidener Typ, ne? Ist wie gesagt ein 2-Liter-Motor Multijet 2, steht hier auch drauf. Ja, die Leistungsdaten sind schnell erklärt und lesen sich ganz gut. 350 Newtonmeter, das Auto beschleunigt trotz seiner 1660 Kilo und 8,9 Sekunden auf 100, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h, ja, und hat einen Normverbrauch von nur 6,6 Liter. Und das ist dann halt ein Package, was gut ist, was nicht nur gut sein soll übrigens im Gelände, sondern auch auf der Autobahn. Aber jetzt sind wir halt nicht auf der Autobahn, sondern wir sind auf der Rentierautobahn im Schnee. Und dieses Auto ist eben verbunden mit einem Allradantrieb, mit einer kurzen Übersetzung auch. Und bevor ich jetzt zu viel quatsch, wisst ihr was, mache ich den Bock zu. Darf man Bock zu einem Auto sagen? Öffne die Tür und wir fahren einfach mal los, denn wir sind ja im Schnee. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Videos im Schnee hier in den Alpen. Es hat sich bewährt, dass ich euch an der Stelle hier den Renegade-Schlüssel zeige. So sieht er aus. Kurz zum Auto, 170 PS, 2 Liter, 4 Zylinder hier, 350 Newtonmeter, Allradantrieb. Ich stelle jetzt hier einfach nur, ja, da muss ich in D für, auf Allradantrieb, den lock ich. Ja, und ich könnte auch hier im Automodus unterwegs sein. Und jetzt ist es ganz interessant, wenn man hier losfährt, denn ja, ich fahre hier die Strecke, die ich gestern auch mit dem Wrangler gefahren bin. Jetzt kann man sagen, ja, hier die Leute, Jan, die in den Alpen leben, die fahren hier auch mit dem Fiat Uno hoch, mit keine Ahnung was für Reifen. Stimmt natürlich, habt ihr völlig recht, aber ich komme aus dem Schwarzwald, fahre auch manchmal im Gelände da. Und ich bin schon froh, dass ich hier ein Allradauto habe. Und das ist interessant, denn was ich sagen wollte, ist, ich komme hier mit dem Renegade, mit Allrad, genau überall auch da hoch, wo ich mit dem Wrangler auch hochgekommen bin. Natürlich hat der Wrangler bessere Böschungs-Neigungswinkel als der hier. Ja, aber der hat halt eben auch ganz solide, der hat Allradantrieb, die kurze Untersetzung, und ich kann den Allrad auch sperren. Und wenn ihr jetzt seht hier, darf ich zwar offiziell nicht hochfahren, aber ich weiß nicht, wie viele Leute das in Italien dann wirklich interessiert, aber der Renegade, der frisst sich hier richtig schön hoch. Warum ist es so? Zum einen natürlich der flexible Allrad hier drin, zum anderen, wir haben ganz leichtes Gewicht, wir haben 350 Newtonmeter von dem Diesel hier, wir haben natürlich gute Reifen drauf, ja, und die Böschungsneigungswinkel im Renegade sind dann ganz gut. Und das Schöne hier im Schnee ist, man fühlt sich sicher. Jetzt sagen viele von euch, ja, ja Mensch, aber sowas fahre ich doch nicht wirklich hoch, das brauche ich nicht, das muss ich nicht. Stimmt, warum zeige ich es euch? Viele von euch fahren mit so einem Auto in Schnee, und was halt schön ist, wenn er das hier kann, dann ist er halt auch auf glatten und rutschigen Straßen besser. Und das ist dann halt ein Konzept, was mir sehr, sehr gut gefällt, weil die Leute, die ein Allrad kaufen, ja, die wollen natürlich auch, dass er funktioniert hier. Und dann spricht man so ein bisschen über den Verbrauch. Ja, Jeep und Fiat, die standen immer so ein bisschen der Kritik. Alte Motoren, das ist für mich nicht so. 6,6 Liter Norm, ich habe 7,8 gebraucht. 7 Liter habe ich auch geschafft. Klar, hier im Gelände braucht man eh mehr, weil man ständig ganz viel Drehmoment abruft. Aber dann ist auch noch interessant, falls man wirklich nicht weiterkommen wird, dann nimmt man den kurzen Gang hier rein. Und dann, ja, dann kommt man hier wirklich nahezu alles hoch, was halt die Böschungsneigungsrampenwinkel in dem Auto zulassen. Und das finde ich halt ein tolles Konzept. Und wer jetzt denkt, ja, der funktioniert hier nur im Schnee, ich muss euch ja hier bei dem Schneetraining zeigen, dass er im Schnee funktioniert, der irrt. Dieses Auto hier funktioniert nämlich auf der Autobahn, wird 190 km/h schnell, hat viele Sicherungssysteme, zum Beispiel wenn man Abstandsregel, Tempomaten hier drin, Spurverlastungswarnungen haben wir hier drin, also richtig viel modernen Kram. Funktioniert in der Stadt mit den geringen Ausmaßen, findet man eigentlich überall einen Parkplatz, funktioniert aber gleichzeitig im Gelände. Und das finde ich dann für das Geld ein ziemlich cooles bzw. gutes Gesamtpaket hier bei diesem Auto. Andere würden sagen, es ist unschlagbar, aber ich mache ja auch irgendwie jedes Mal wieder die gleichen Fehler. Andere Leute verbessern sich, denn ich verrate euch schon wieder viel zu viel vom Fazit. Was ich jetzt mache, ist schauen, ob ich hier irgendwo umdrehen kann, hoffe, dass mich kein Förster jagt in der Zwischenzeit. Wir fahren zurück und ich werde euch ein Fazit zaubern, Freund, und hoffe, ihr habt ein bisschen diese kleine Fahrt in unserem Schneemobil zur Mitfahrt genossen.
Ja, kommen wir zum Fazit von Anton aus Tirol vom Jeep Renegade Trailhawk 4x4 hier in den Bergen im Schnee. Und ich muss euch sagen, ich bin angetan vom Facelift. Warum? Na, die optisch eigentlich kleinen Änderungen, die haben eine große Wirkung. Das Auto wirkt, wie man so schön floskelhaft sagt, erwachsener, aber ist in dem Fall aus meiner Sicht wirklich so. Ja, und dann haben wir den Innenraum, der aufgefrischt wurde. Der ist modern, solide verarbeitet, das, was man halt in diesem subkompakten SUV-Segment eigentlich erwartet. Wir haben neue Motoren, die teilweise die Abgasnorm Euro 6D schon erfüllen. Und dann war ich so ein bisschen überrascht, denn ich habe gelesen, 80% der Leute nehmen dieses Auto hier ja mit einem Benziner. Ich bin ja bekanntermaßen Diesel-Fan und ich finde hier diesen 170 PS Diesel, der ist richtig toll. Aber ja, das müsst ihr wissen. Wenn ihr viel fahrt, dann gibt es aus meiner Sicht aktuell immer noch nichts Ökologischeres oder Ökonomischeres als so ein, ja, es ist ein kleiner Dieselmotor, der aber trotzdem viel Drehmoment hat. Aber bevor dieser Exkurs jetzt bei mir wieder zu lang wird und ich mich wieder aufrege über alles, was da politisch und Umwelt und energiepolitisch gerade alles passiert, kommen wir zu den Preisen. Dieses Auto beginnt bei 20.900 Euro. Da denkt der Mensch, hier für einen gelben Schneehasen so wenig Geld. Das ist ja wie wenn man beim Après-Ski ein Bier für einen Euro bekommt. Ja, ja, ihr bekommt ja nicht den, ihr bekommt ja einen anderen. Ihr bekommt dieses Auto in der Einstiegsausstattungsvariante Sport. Dann mit einem 1 Liter Dreizylinder Motor mit 120 PS. Und ich sage euch was, ich würde es nicht mit einem Dreizylinder Motor kaufen. Wenn ihr allerdings einfach nur irgendwie von A nach B kommen wollt, so günstig wie möglich und dieses Auto wollt, ja, dann ist es eben eine Alternative. Hier steht ja natürlich die Top-Ausstattung, ne? Ihr habt also Trailhawk drauf mit der Beklebung da vorne und mit der tollen Optik. Ihr habt einen 170 PS Dieselmotor, der echt stark ist. Da geht was. Ja, und da sind wir halt dann bei 36.100 Euro. Da kommen dann vielleicht noch LED-Leuchten dazu, eine besondere Lackierung. Da kann man dann schon auf 38.000 Euro kommen. Und das ist dann halt schon eine Menge. Aber es gibt ja da Leute da draußen, die sagen, pa, 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 was kostet die Welt? Ich liebe dieses Auto, ich will es genau so. Juckt mich nicht, meine Oma ist gerade gestorben, ich kaufe mir den. Und dann ist es auch völlig okay. Und was der hier im Schnee kann, ist natürlich eine Wucht. Ne? Wenn man wieder oben dann so ein Haus hat und hier leben will oder muss, dann kann einem so ein Auto ganz schön oft den Arsch retten. Ich hoffe, mein Review hat euch gefallen. Genauso gut wie mir hier die Landschaft und ja, das Drehen in der Sonne mal zur Abwechslung, nicht frieren im Schnee. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf. Überraschung, www.derautotester.de. Ansonsten auf Instagram, Facebook ist unser Team unterwegs, genauso wie auf www.derautotester.de. Das ist keine One-Man-Show hier, sondern wir sind ganz viele. Abonniert es, da seid ihr umfangreich informiert. Auf Instagram gibt es auch so ein AR-Face-Filter zum Beispiel. Ja, und ansonsten habt ihr uns auf YouTube gefunden. Würde mich tierisch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und ich glaube, da habt ihr auch einen echten Mehrwert von. Macht es, das ist eine gute Sache. Ja, und dann verabschiede ich mich von euch. Ich bin übrigens der Jan. Tschüss und bis bald.